Ich sprach ja schon im ersten Teil dieser kleinen Serie, was strenge Lehrer ausmacht. Gut. Nebenbei, wenn hier oben ein I erscheint, beziehungsweise es nicht, dann klickt da mit dem Finger drauf, dann erscheint das I, beziehungsweise hier oben werden dann Teaser auftauchen, also Hinweise, wie man sich noch weiterbilden kann, dieses Thema oder anderes Thema betreffend. Und zum Schluss kommt dann letzten Endes wieder ein Link, sodass ihr dann immer weiter wisst. Leute, es klingt vielleicht ganz verrückt, aber manchmal wundert man sich, dass so kleine Lehrerinnen ein unwahrscheinliches Durchsetzungsvermögen haben und das Geheimnis für fast alles, habe ich es genannt. Ich habe mal einen alten Schmöker gefunden, also Bücher wird man nicht weg, finde ich. Und zwar das von Napoleon Hill, das hat mich sofort gereizt, das lag so rum. Denke nach und werde reich. Dachte ich, na, da musst du mal reingucken. Reich will ja jeder werden. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte daraus vorlesen. Und darin ist das Geheimnis versteckt. Aber ich kann euch nur raten, hört euch diese Geschichte ruhig ein paar Mal an. Das Kind, das einen Mann besiegte. Mr. Darby hatte von der Schule der harten Schläge sein Diplom erhalten und sich entschlossen, aus der Goldsucher-Erfahrung seine Lehre zu ziehen. Kurz Zeit später war es ihm vergönnt, einer Begebenheit beizuwohnen, die ihm bewies, dass ein Nein nicht endgültig sein muss. Eines Nachmittags half er seinem Onkel beim Kornmahlen. Dieser besaß eine große Farm, die er mit einer ganzen Reihe farbiger Landarbeiter bewirtschaftete. Da öffnete sich plötzlich langsam und leise die Tür. Ein kleines Kind, die Tochter eines seiner Farbigen, kam herein und stellte sich neben die Tür. Der Onkel bemerkte das Kind und raunzte es an. »Was willst du denn?« Die Kleine antwortete bescheiden. »Meine Mami will, dass Sie ihr 50 Cent schicken.« »Ich werde mich hüten«, erwiderte der Onkel. »Schau, dass du nach Hause kommst.« »Ja, Herr«, meinte sie, rührte sich aber nicht von der Stelle. Mr. Darbys Onkel war so beschäftigt, dass er das Kind nicht weiter beachtete. Als er wieder aufschaute und es immer noch am gleichen Platz stehen sah, schrie er es an. »Hab ich dich dir nicht gesagt, du sollst nach Hause gehen, nun aber schnell, sonst nehme ich die Peitsche.« »Ja, Herr«, erwiderte das Mädchen, rührte sich jedoch immer noch nicht vom Fleck. Der Onkel ließ den vollen Sack Getreide, den er gerade in den Maltrichter schütten wollte, fallen, ergriff eine Fassdaube und ging drohend auf die Kleine zu. Darby hielt den Atem an. Er war sicher, Zeuge einer Tätigkeit zu werden. Er kannte seinen Onkel und dessen hitziges Gemüt. Als der vor dem Mädchen stand, trat dieses ebenfalls schnell noch einen Schritt auf ihn zu, schaute geradewegs hinauf in seine Augen und schrie so kräftig es konnte, »Meine Mami muss aber die 50 Cent haben!« Darbys Onkel blieb stehen, blickte die Kleine eine Minute lang an, ließ die Fassdaube sinken, suchte mit einer Hand in der Tasche, fand einen halben Dollar und gab ihn ihr. Das Mädchen nahm das Geld und ging langsam rückwärts zur Tür, ohne den Mann, den es gerade besiegt hatte, aus den Augen zu lassen. Als es den Raum verlassen hatte, setzte sich der Onkel schwer auf eine Kiste nieder und starrte länger als 10 Minuten ins Leere, noch immer betroffen von der Niederlage, die er soeben erlitten hatte. Gut. Da steckt ein Geheimnis drin. Leute, hört euch die Geschichte ein paar Mal an. Denkt sehr darüber nach und werdet reich. Nein, denkt darüber nach. Da steckt das Geheimnis für fast alles drin. Gut. Wir können dann später weitermachen. Schreibt irgendwelche Kommentare rein. Dann werdet ihr sehen. Vielleicht kommen wir dem Geheimnis ja näher. Ich werde es gerne lüften, aber nicht jetzt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.